Schuld ist immer der oder die am anderen Ende der Leine. So ist es, oder? Ist das wirklich so? Ja, und genau darüber möchte ich heute ein bisschen sinnieren, weil mir das öfter mal jetzt durch den Kopf gegangen ist, aufgrund von gewissen Erfahrungen, die ich selbst jetzt gemacht habe. Wenn ich solche Sprüche höre, dann, die sich dann so verbreiten und man die einfach so übernimmt, dann frage ich mich für mich selbst dann immer mal wieder, stimmt das denn wirklich? Also stimmt das für mich? Kann ich da auch dahinter stehen? Ich will nicht einfach Dinge so nachreden und so nachsagen, ohne für mich zu überprüfen, ja, komme ich denn zum selben Schluss? Und mir ist das einfach aufgefallen, dass in der letzten Zeit auch immer mehr, wenn ich so ein bisschen komplexere Fälle hatte oder auch so ein bisschen mir wirklich Zeit genommen habe und hinter die Kulissen gesehen habe und auch die Gründe oft erkannt habe oder gesehen habe, die hinter gewissen Phänomenen oder Vorkommnissen stecken, dass ich mir dann gedacht habe, ja, so ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und ich mag es einfach nicht, wenn man Dinge nur so nachplappert. Also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo frisch in eine Thematik kommt, dann muss man sich ja einfach mal alles anhören und alles anschauen und das einfach mal für so gegeben nehmen und dann mit der Zeit eigene Erfahrungen machen und kann dann erst daraus selbst Resümees ziehen, ne? Und so bin ich auch daran gekommen, also dass ich ja wirklich von diesem Gedankengut ausgegangen bin, dass ich mir gedacht habe, ja, das Problem liegt eigentlich immer beim Menschen und nicht beim Hund. Wenn irgendeine Verhaltensauffälligkeit ansteht. Aber ich habe das sowohl bei uns selbst zum Teil festgestellt, man kommt eben ja, sofort mit der Thematik Schuld in Berührung, ne? Und fragt sich dann auch, muss es denn immer um Schuld gehen? Oder geht es vielleicht einfach auch um Lösungen? Also natürlich muss man zuerst das Problem erkennen, und damit man sinnvolle Lösungen auch erarbeiten kann. Aber im Endeffekt, ich mag es nicht so, wenn man diese Zeigefingermoral da auffährt, weil es bringt einfach schlichtweg nichts. Ja, also grundsätzlich sehe ich das ja eigentlich auch so. Es ist ja meistens die Frage, wie gehen wir mit dem Hund um? Weil wir stellen ja fest, manche Menschen haben mit dem gleichen Hund die gleichen Probleme nicht wie andere schon. In allermeisten Fällen ist es ja schon so, dass man sagen kann, ja, irgendwelche Auffälligkeiten im Verhalten bei Hunden liegen darin begründet, dass der Mensch einfach nicht artgerecht mit dem Tier umgeht. Und dadurch entstehen dann gewisse unerwünschte Verhaltensweisen. Dann kommt für mich noch dazu, ja, wie kommen wir darauf, dass etwas, also was, wie setzt sich ein unerwünschtes Verhalten überhaupt zusammen? Also was wird dann unerwünscht und was wünschen wir uns eigentlich? Und ist das denn noch artgerecht, was wir uns manchmal von unseren Tieren wünschen und als wünschenswert erachten? Oder ist das vielleicht gar nicht, entspricht das vielleicht gar nicht seinem Naturell, seinem tierischen Urinstinkt? Und was kann der Hund zum Beispiel eigentlich überhaupt leisten und was ist er gar nicht in der Lage zu bieten? Ne? Also es sind alles Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen, wenn wir solche Analysen machen. Und jetzt machen wir das ja schon lange ziemlich ausgeprägt beim Hund und schauen, ja, was ist wirklich artgerechte Haltung, was ist für den Hund das Beste, was kann er leisten, was kann er nicht leisten. Also diese Fragen stellen sich ja viele. Und da haben wir auch viele Antworten dazu, da haben wir viele
kinologische Erkenntnisse dazu. Da werden Verhalten studiert und da wird der Wolf studiert, da werden domestizierte Tiere studiert und so weiter. Also da gibt es viele Antworten dazu. Natürlich auch immer wieder viele verschiedene Ansichten und Interpretationen. Das ist auch immer so ein Range, wo man sich drin austoben kann, natürlich. Jetzt müsste man dasselbe aber eigentlich auch beim Menschen machen. Weil natürlich kann man sagen, okay, warum holt ihr euch denn noch so einen Hund ins Haus? Wieso? Ja, du kommst so gar nicht klar mit dem und so weiter. Ne? Aber dann ist der Hund da. Und was macht man dann? Und jetzt ist für mich wirklich Kreativität gefordert und gute Lösungsfindungen. Weil es nützt mir nichts, wenn, sage ich jetzt mal, wenn ich mit dem Hund umgehen kann, aber meine Kundin nicht. Und wenn ich dahinter sehe, aber ich kann ihr nicht die ganze Philosophie in einer Stunde erklären. Ja, oder auch, ich habe das auch ganz oft erlebt bei meiner Mentorin, wo ich oft mitgegangen bin, auch in Privatstunden und so, während der Praktika. Und die Leute haben viel gesagt, ja, Erika, wenn du kommst, dann tut er das nicht oder dann tut sie das nicht, also der Hund. Und jetzt auf einmal geht's, ne? Und das hat ganz, ganz viel mit der Anwesenheit von ihr zu tun gehabt, dass die Hunde das schon spüren, ne? Oder wir bekommen mit, dass in der Familie beim einen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, beim Mann geht das, ne? Da pariert der Hund und bei der Frau nicht. Oder umgekehrt gibt es natürlich alles auch, ne? Und dann muss man sich immer fragen, ja, wollen diejenigen Beteiligten jetzt nicht? Das muss man beim Hund ja auch immer fragen, will der nicht oder kann der nicht? Und bei Menschen ist es dann genau gleiche Frage. Ja, will jemand jetzt einfach nicht und will es nicht begreifen oder will es sich nicht anstrengen oder will es sich nicht in die Thematik eingeben und so weiter? Oder kann er vielleicht einfach ganz einfach nicht und ist dem Ganzen einfach nicht gewachsen oder das ist einfach zu, ja, ist nicht der Typ dazu oder es liegt jemandem nicht. Also ich meine, wenn wir jetzt eine sanfte, sanftmütige, zierliche kleine Frau haben, eine wunderbare, liebevolle Mutter vielleicht und so. Und dann hat die vielleicht so einen Hund, der gerne rempelt oder der gerne, wie soll ich sagen, einfach, ja, vielleicht noch gerade in der Pubertätsphase auch und sich, ja, richtig die Grenzen sucht und so. Und dann sagt man vielleicht auch, du brauchst eine gewisse Ausstrahlung, du brauchst ein gewisses Auftreten, dass der, das ist die Energie, die es ausmacht, das ist ganz oft die Energie, die Ausstrahlung, die es ausmacht unter den Hunden. Das ist gar nicht immer so eine Methodik oder eine Technikfrage. Aber ich kann jetzt nicht einfach jemandem eine Energie antrainieren, ne? Also ich sehe das ja ganz oft, wie die Hunde auf jemanden mit einer solchen oder solchen Ausstrahlung entsprechend reagiert. Aber was mache ich jetzt dann als Trainerin? Also ich nenne mich ja nicht so gerne Hundetrainerin, ich sage ja, ich nenne das eher so Hund-Mensch-Begleitung, weil ich trainiere ja nicht irgendwie Hunde in dem Sinn, sondern es geht ja oft darum, einen ganzen Familienverbund dazu zu begleiten. Ne? Und ja, da ist für mich dann wirklich manchmal die Challenge, was finden wir jetzt für Lösungen, die für diese Familie überhaupt umsetzbar ist? Oder wir haben Hunde, da es nicht unbedingt förderlich ist, wenn kleine Kinder jetzt einfach schreiend im Haus rumrennen. Und trotzdem sind die Kinder da. Und vielleicht könnte man sagen, ja, man müsste die und die so und so erziehen, aber vielleicht hatten die ja noch gerade, ich weiß auch nicht, ein besonderes Kind mit besonderen, ich weiß auch nicht, irgendwie ADHS-Thematiken oder irgend sowas. Also das sind alles Faktoren, die man einfach auch mit berücksichtigen muss dann im Ganzen. Und
Was ich dann einfach auch immer denke und sehe und meine Erfahrung ist, kann man schon sagen, ja, es ist immer der Mensch schuld, aber es gibt, so wie es unterschiedliche Menschen gibt, gibt es natürlich unterschiedliche Hunde und das nicht nur einfach, nicht nur Rasse thematisch, sondern grundsätzlich einfach auch vom Wesenstyp her. Und wir haben da einfach auch gewisse Kaliber, die einfach viel, viel schwieriger zu führen sind. Und das weiß man manchmal einfach nicht. Sehr oft widerspiegelt sich das gesamte Lebensumfeld, das gesamte System mit dem Hund zusammen wieder. Also ich finde das sehr oft, ja, der Hund widerspiegelt eigentlich die Gesamtsituation einer Familie oder eines Haushalts oder der Bezugsperson. Die Problematik, die mit dem Hund auftaucht, die ist eigentlich auch schon vorher da gewesen. Also sehr oft gibt das einander sehr fest die Hand. Also oft bringt der Hund Dinge noch zum Vorschein, die beim Menschen noch nicht gelöst sind. Und da fängt für mich dann wirklich oft die Arbeit mehr mit dem Menschen an, als mit dem Hund eigentlich selbst. Und ich finde halt auch dann, es ist immer so schnell mit dem Finger gezeigt. Es ist immer so schnell gesagt, ja, wieso machen die das nicht so und so? Und du solltest vielleicht noch ein bisschen mehr so und so. Also ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Ne? Das ist manchmal wirklich dann hart und auch einfach nicht schön, weil ganz viele Leute geben sich wirklich auch echt Mühe. Und ich habe wirklich auch viele Leute bei mir, die wirklich ihr Bestes geben. Und ja, was heißt das, ihr Bestes? Wer bin ich, um das zu beurteilen? Aber ich merke doch, die möchten gerne das gut machen, aber gewisse Dinge übersteigen vielleicht ihr Energiehaushalt oder ihr Level auf eine andere Weise. Ne? Und die können das einfach nicht auch noch leisten, obwohl es noch bessere Möglichkeiten gäbe. Ja, und dann finde ich das immer so unschön, wenn man da einfach diese ganze Fingerzeig Moral. Ich mag es einfach nicht, wenn man mit dem Finger so zeigt. Ne? Finde es ja immer unschön. Also ganz, ganz eindrücklich war das kürzlich auf dem Hundeplatz. Da hatten wir zwei Welpen und beide Frauen haben das recht gut gemacht und man konnte nicht sagen, ja, die eine hat jetzt das besser gemacht als die andere. Und die Hunde haben einfach total unterschiedlich reagiert. Also es sind einfach zwei total unterschiedliche Temperamente und Charaktere gewesen. Und der eine war schön ruhig, schön angepasst, schön brav. Und der andere war halt wirklich so, der war schon am Herausfordern und am Grenzen testen und am rumfrusten, weil es jetzt nicht weiterging und weil er da warten musste. Und es wäre jetzt schnell der Schluss gezogen, ja, du musst ihm halt mal das und das beibringen. Ne? Du musst halt mal. Immer dieses, du musst halt mal. Und ich habe dann auch gesagt, schau mal, ich könnte jetzt einfach die Hunde tauschen und dann wollten wir mal sehen. Also, ja, es ist einfach, manchmal gibt es wirklich, auch so wie es auch bei den Kindern ist, also genau dasselbe. Da kann man ganz oft hört man, ja, man sollte mal das Kind besser erziehen und das muss halt mal lernen, zurückzustecken oder das muss halt mal lernen, das und das und wenn die Eltern doch nur hätten sie und bla bla bla. Ja, und wenn man dann mal sich die Zeit nimmt und fairerweise mal genau hinschaut und hinhört und vielleicht noch die Vergangenheit und die ganze Geschichte drumherum mit einbezieht, dann kommt man vielleicht ein bisschen aus diesen Werten raus. Also ich finde einfach, ich möchte vielleicht hiermit auch ein bisschen anregen, nicht immer so schnell zu bewerten. Vielleicht ein bisschen milder im Urteil zu sein und nicht immer so schnell zu verurteilen, was alle immer alles falsch machen. Vielleicht damit man selber besser dasteht. Das ist ja ganz oft der Fall. Dass man andere runter macht und sagt, was die alles besser machen sollten und was die alles nicht können und wie die doch sollten.
aber man ist noch keinen Meter mit deren Schuhen gelaufen und maßt sich immer an, alles besser zu wissen über die anderen. Ja, das ist mir wirklich jetzt so ein bisschen auf den Magen gelegen. Ja, mich selbst interessiert das nicht so wahnsinnig, wenn ich da manchmal eins aufs Dach kriege, dann ja, ich denke mir halt, die Leute sind halt so. Ich stecke das noch recht gut weg. Ich habe auch meine Phasen, da nehme ich das persönlicher und kränkt mich was mehr. Und manchmal macht es mir einfach gar nichts, da habe ich eine dicke Haut. Aber ich weiß, also ich finde es einfach grundsätzlich nicht schön. Und ich sehe, dass da wirklich manchmal Leute auch darunter leiden. Und es bewirkt manchmal dann eben auch, dass Menschen Dinge verstecken oder verheimlichen wollen, weil sie sich dann schämen, weil sie vielleicht irgendwie das denken, ja, die anderen denken dann, ich hätte dann und ich sollte doch. Und es wird so ein wahnsinniger Druck aufgebaut. Ne? Vielleicht sollten wir einfach mehr in die Haltung kommen, einander gegenseitig zu unterstützen. Und zwar nicht im Sinne von Ratschlägen erteilen und ich sag dir jetzt mal, wie es geht und ich mache es sowieso besser als du, dann sind wir wieder im gleichen Ding drin. Sondern vielleicht einfach mal auch zu fragen, ja, wie geht es dir denn dabei? Und ja, was hast du denn schon versucht? Und weißt du, ich habe es vielleicht so probiert, vielleicht funktioniert das bei dir auch. Und dann versuchen, nicht immer nur das Problem als solches gleich direkt zu sehen, sondern vielleicht mal ein bisschen das große Ganze zu sehen. Natürlich, das braucht Zeit und man muss sich dann auch ein bisschen in die Geschichte reingeben und in die Thematik reingeben, in welche eine Familie zum Beispiel steckt oder ein Hund-Mensch-Team drin steckt. Das ist ja jetzt überhaupt nicht nur auf Hund und Mensch beschränkt. Das gilt ja für alles Mögliche im Leben. Aber ich glaube, es ist mir einfach ein Anliegen, auch ein bisschen dafür zu appellieren, dass man nicht immer so schnell ins Werten kommt, ins Bewerten kommt, dass man nicht immer so schnell verurteilt und dass man vielleicht einfach mal wieder ernsthaftes, also wirklich echtes Interesse zeigt beim anderen. Ja, wie geht's dir denn damit? Und wie machst du denn das? Und kann ich dir wirklich helfen? Ist meine Hilfe überhaupt erwünscht oder ist es vielleicht jetzt einfach zu viel? Hast du von einem Overload, weil du von überall schon Inputs kriegst und musst du das erst vielleicht mal verarbeiten und eigene Erfahrungen machen, etc. pp. Ja, schwierig dann, ne? Also, ich finde, wir sollten einfach ein bisschen nachsichtiger miteinander grundsätzlich sein und ein bisschen zuvorkommender und höflicher sowieso. Also, manchmal ist es einfach so ein total unhöflicher Ton auch da draußen. Ja, und einfach ein bisschen mehr Verständnis füreinander. Und ich rede jetzt hier nicht über jene, die wirklich, also wirklich irgendwie im quälerischen Bereich oder so, das ist ganz klar, das ist eine andere Hausnummer. Das geht jetzt überhaupt nicht um solche Dinge, sondern wirklich so, ich sage jetzt mal, im normalen Rahmen. Ne? Wo man einfach, ja, aber ich finde. Und vielleicht einfach mal die Klappe halten, ne? Und einfach mal denken, ja, kann ich glücklich sein, wenn ich gerade dieses Problem jetzt nicht habe? Man hat ja dann andere. Jeder hat ja irgendwas in seinem Rucksack, ne? Und jede hat irgendwas, was vielleicht nicht so reibungslos läuft und wo man sich vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen müsste und vielleicht weniger Energie aufwenden könnte, bei anderen zu gucken, was die alles so falsch machen und mal bei sich selbst vielleicht anzufangen. Ja, wäre doch mal was. In dem Sinne, das war jetzt mal so ein bisschen schwammiges Thema vielleicht, nicht so auf den Punkt gekommen, mit wenig Fallbeispielen, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen zum drüber nachdenken, wie wir generell miteinander umgehen und gerade auch speziell in dieser ganzen Hundeszene, was ich so mitbekomme, ist einfach auch sehr viel Neid im Feld und sehr viel Missgunst im Feld und auch sehr viel Profilierungsgedanken und Selbstdarstellung und ich weiß auch nicht, ich finde das eigentlich einfach schade, anstatt dass man. Was ich aber mega schön finde, und ich möchte jetzt einfach noch was Gutes sagen und nicht nur das, was ich negativ finde. Ich finde es zum Beispiel auch mega schön bei mir auf dem Platz. Ich habe wirklich gute Leute auch und
wenn die sich dann einfach mal austauschen können und Erfahrungen austauschen und wenn wir gegenseitig, gerade über die Hunde, wieder sehr viel erfahren, die sind eben nicht so bewertend. Ne? Also die können wirklich, also wir hatten kürzlich gerade, ich muss schauen, dass wir das dann irgendwann noch auch in ein Video packen können. Wir hatten gerade einen Hundeaustausch, also wir haben ja immer diese Artgenossen-Kommunikation, die wir fördern. Wenn man das mal so geschwollen auch wieder sagen will und in Worte packen will. Also wir lassen da immer, auch die erwachsenen Hunde lassen wir ja zusammen. Weil wir das halt sehr wertvoll finden, dass die immer wieder mal im Dialog sind, dass die das nicht verlernen, dass die die Hundesprache nicht verlernen und dass die immer wieder mit verschiedenen Hunden eben auch direkten Kontakt haben, aber gut geführt. Ne? Also ja, und da haben wir wirklich gerade kürzlich eine schöne Begegnung gehabt. Da hat der Aragon war da auch auf dem Feld mit einer Ridgeback-Hündin und einer jungen Ridgeback-Hündin und die war ziemlich doll noch und ziemlich wild und ziemlich körperlich und das war sogar dem Aragon ein bisschen zu viel. Und er hat sich zuerst bemüht, das ein bisschen milde zu sagen und das hat dann nicht so gefruchtet und dann hat er kurz eine klare Ansage gemacht, was ich eben auch gut finde, wenn die Hunde auch lernen, das zu dosieren. Nur wenn die Möglichkeiten haben in einem guten, geführten Umfeld, können die ja diese Dosierungen eben auch für sich finden. Ne? Und der hat kurz eine deutliche Ansage gemacht. Und die Ridgeback-Hündin hat das wunderbar angenommen und hat sich dann ein bisschen zurückgenommen. Und dann ist der Aragorn hin. Und hat, ich weiß nicht, was zuerst war, eine Spielaufforderung war jedenfalls auch da noch dabei. Und dann hat er dir die Ohren geschleckt. Und das fand ich wirklich mega schön, weil das ist einfach so typisch für die Hunde. Die sind einfach so im Moment. Und sie sind so sauber dadurch. Also, wenn die das eben auch richtig gelernt haben. Und das finde ich dann eben schön. Der hat dann einfach kurz gesagt, was für ihn nicht geht, was zu viel ist. Und dann war wieder gut. Und dann war wieder, hey, ich mag dich hier eigentlich, ist alles gut. Einfach nicht so doll. Und das fand ich mega schön. Und die sind nicht in dem Bewerten, wie wir Menschen manchmal. Und da finde ich, können wir sehr viel von den Hunden lernen. Ja, dass wir da vielleicht ein bisschen weniger immer unser eigenes Bewertungssystem überall drüber stülpen. Ja, ist das wirklich so, dass immer nur der Mensch schuld ist und der Hund ist einfach nie schuld? Und der Hund ist immer ein Unschuldslamm. Kann man das so sagen? Und soll man eigentlich immer von Schuld reden? Aber jetzt mal abgesehen davon, von diesem Wording. Ja, ist es denn wirklich, liegt es wirklich immer am Menschen oder liegt es eben vielleicht doch auch mal am Hund? Natürlich ist es dann, also jetzt mal ein Beispiel. Ich habe Leute zu mir, Kunden, die zu mir kommen und die sagen, ja, ich habe schon so und so viele Jahre immer Hunde gehabt und es ist immer gut gegangen, vielleicht immer die gleiche Rasse und jetzt geht das einfach nicht mehr. Das erlebt man und hört man ja immer wieder. Und dann hintersinnt man sich, ja, wieso geht das jetzt auf einmal plötzlich nicht mehr? Ne? Und dann kann man sagen, ja, du hast vielleicht jetzt einfach Glück gehabt die Jahre zuvor und jetzt kommst du eben auf die Welt, ne? Das sind dann die Schadenfreudigen. Da kann man so schön dann sagen, ja, und jetzt siehst du eben mal, das geht einfach nicht immer und so. Und dann kann man sagen, okay, jetzt hast du einen Hund, bei dem funktioniert das und das und das nicht. Jetzt musst du anders mit dem umgehen. Klar, logisch. Liegt nahe. Das Umgekehrte kann aber auch passieren, dass jemand sich mega Mühe gibt, sich mega in die Thematik hineingegeben hat und hat vielleicht gerade beim ersten Hund so ein Kaliber, wo einfach alles Gängige nicht funktioniert, wo man dann wahnsinnig kreativ sein muss und da fehlt dann aber noch ein großes Stück Erfahrung. Und
Ja, das ist dann ein leichtes, ne? Einfach mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, dass die alles falsch machen. Ich finde natürlich, der Mensch ist dann in der quasi höheren Position. Der Mensch hat quasi die Macht. Der Mensch kann alles steuern. Wirklich? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht eben doch auch nicht immer, ne? Natürlich ist der Hund ein bisschen dem Menschen ausgeliefert, weil der Mensch, der verfügt ja über die ganzen Ressourcen, der verfügt über Futter, der kann es steuern, wie viel Zuwendung gebe ich oder nicht. Der kann, ja, die ganze Palette eben. Ne? Aber in einem gewissen Maße kann der Hund das ja auch. Also, es gibt vielleicht Hunde, die steuern das dann irgendwie über eine gewisse Verweigerungshaltung ständig bei allem und jedem oder ja, weiß auch nicht, ne? Sind dann besonders stur oder kann man wirklich dann denken, ja, hat auf eine bestimmte Person wirklich ein bisschen abgesehen und macht da einfach strikt nicht mit, obwohl die mehr oder weniger dasselbe machen oder so. Ja. Ist immer so wahnsinnig einfach gesagt und mit dem Finger eben gezeigt. Ja, diejenigen, die Kinder haben, die kennen das Thema sicher auch. Am liebsten hat man es dann ja, wenn irgendwie die Schwiegermutter kommt und bei ihr schläft das Kind dann immer schön ein. Und dann kommt dann noch der nette Spruch, ja, bei mir klappt das immer. Und dann denkt man sich ja, danke schön, ne? Danke für diesen. Aber die Schwiegermama hat dann vielleicht nicht den gesamten Alltag mit dem Kind. Und hat vielleicht nicht die gleichen Umstände, welche die Mama jetzt hat in dieser, soll ich sagen, dieser Lebensphase oder dieser Zeitabschnitt. Vielleicht war da noch damals noch irgendwie das Dorfleben und jeder hat dem anderen mitgeholfen und in der heutigen Zeit muss dann die Mutter vielleicht, weiß nicht, vielleicht noch eine, ja, mit Schwiegermutter geht nicht alleinerziehende Mutter, aber blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die Lebensumstände sind vielleicht anders, dann hat sie vielleicht, die Mutter vielleicht noch irgendwie, ich weiß noch nicht, eine gesundheitliche Thematik oder irgendwas auf dem Job, was die Schwiegermama vielleicht auch nicht hatte und deshalb auch alles einfacher war oder vielleicht war auch nicht alles einfacher. Vielleicht hat sie in gewissen Belangen noch recht, absolut. Das muss jetzt überhaupt nicht sein, dass das nicht auch mal stimmt. Aber ich glaube, man muss einfach aufpassen mit so Pauschalisierungen, ne? Und eben mit diesem ganzen Fingerzeigzeugs. Also darum geht es mir eigentlich einfach, dass man ja, dass man einfach ein bisschen vorsichtig ist mit Urteilen immer gleich und immer gleich sagen, was man alles was die anderen eben alles sollten und nicht tun und müssten und nicht können und man alles selber besser macht oder besser machen würde und ja, und das ist es, was ich so ein bisschen meine. Ist es wirklich immer der Mensch, der schuld ist? Ja, in gewisser Weise, weil man sagen kann, Ursache-Wirkungsprinzip, es ist immer die Frage, wie gehst du dann damit um? Ist immer die Mutter schuld oder sind immer die Erwachsenen schuld? Und das Kind nie. Aber wenn wir so denken, dann sind wir eben wirklich immer in der Schuldthematik, ne? Und ich denke, es gibt einfach schwierigere Kinder und es gibt einfach schwierige Hunde. Und dann, es geht ja nicht darum, macht jetzt der Hund, der Mensch macht Fehler, aber der Hund macht dann nie Fehler. Oder das Kind macht nie Fehler. Und nur die Erwachsenen machen Fehler. Wir sind da so in einem Bewertungsschema drin, das mir nicht gefällt. Und deshalb, ich finde eigentlich ja, Schuld oder begründet oder liegt, oder die Lösung würde eigentlich dann
immer irgendwo beim Menschen liegen, sei das, wenn es darum geht, umzudenken und halt einfach etwas zu akzeptieren, was jetzt ein Hund oder ein Kind mitbringt, wo man sagen muss, okay, mit diesem Hund oder mit diesem Kind oder mit diesem Partner oder mit diesen Eltern oder mit diesem Chef oder was auch immer, geht das und das und das halt einfach nicht. Dann muss man das akzeptieren. Vielleicht ist auch das dann eben ein Weg und eine Lösung, dass man mit irgendetwas einfach leben lernt. Oder dann halt die Veränderung anders sucht. Sei es mit einem Positionswechsel, in der Arbeit mit einem Stellenwechsel. Ein Kind kannst du schlecht abgeben und ich finde auch immer, ein Hund ist wie ein Familienmitglied, das gibst du auch nicht einfach so weg, da muss irgendeine Lösung her. Aber im allerschlimmsten Fall, wenn einfach alle nur noch im Leiden sind, dann muss man sich selbst das überlegen. Aber das ist natürlich wirklich im Extremfall. Das will man natürlich nie, das soll nicht die Lösung sein. Aber eben, wisst ihr, was ich meine, ne? Ja, es ist eben nicht immer so einfach, wie es vielleicht von außen dann aussieht, ne? Und da möchte ich einfach ein bisschen sensibilisieren. Und natürlich ist auch immer, oder das Mea Culpa, dass es ist mein eigenes Verschulden, eben wieder dieses Schuld, das finde ich so heikel, ne? Wenn wir es nicht so bewerten als Schuld, wenn wir es eher anschauen als Ursache-Wirkung-Prinzip, ja, Erörtern der Ursache. Was liegt dem alles zugrunde und was spielt noch alles mit herein? Das herauszufinden und dann aufgrund dessen, was man da herausgefunden hat, Lösungen zu finden und zu versuchen, was zu verändern, zu verbessern. Und manchmal kommt vielleicht auch so ein Tier oder ein Kind oder was auch immer, oder ein Partner oder ein Chef in unser Leben, uns eben gewisse Dinge aufzuzeigen, Schwachstellen aufzuzeigen, wo wir noch irgendwo dran wachsen dürfen und dann noch davon lernen dürfen. Ne? Und ich finde einfach, wir müssen von diesem ganzen Bewertungssystem ein bisschen wegkommen. Natürlich liegt die Lösung immer irgendwo bei uns selbst, wenn wir mit irgendwas nicht im Einklang sind. Wenn irgendwas störend ist, wenn irgendwas nicht in Balance ist, nicht so ist, wie es sollte, sei es, dass man eben seine innere Haltung überdenken muss. Also sei es darum, dass man vielleicht sagen muss, okay, vielleicht habe ich hier eine zu hohe Erwartungshaltung oder vielleicht muss das und das gar nicht erfüllt sein, damit wir alle zufrieden sind. Vielleicht geht es auch mal um etwas zu akzeptieren. Es geht jetzt nicht darum, allen einfach eine faule Ausrede zu liefern. Ne? Das absolut nicht. Also wir Menschen tendieren ja sehr schnell dazu, einfach irgendwelche Ausreden zu finden, dass wir uns der Verantwortung entziehen können. Also da bin ich überhaupt nicht Fan von. Aber einfach nur so zum Sagen, ja. Vielleicht künftig ein bisschen mehr Milde walten zu lassen, manchmal, bevor man einen mit dem Finger auf andere zeigt. Das war eigentlich für mich so ein bisschen Anlass zu diesem Thema. Würde mich interessieren, was sind denn eure Gedanken und Erfahrungen zum Thema Schuld ist immer der oder die am anderen Ende der Leine? Schuld ist immer der Mensch, der Hund kann nie was dafür. Wie seht ihr das so? Sind eure Erfahrungen und Erlebnisse? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Bitte ein bisschen nett, wenn es geht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo natürlich, das würde uns freuen. So, und jetzt scheint immer noch die Sonne wahnsinnig schön und jetzt gehe ich mit meinem Aron raus.